Hallo zusammen zu einem neuen Video. Hier das 11 Uhr Turnier auf Euroskat. Heute mal nicht live, weil jeden Augenblick hier die Handwerker kommen könnten und ich dann zumindest die Tür mal eben aufmachen muss und eventuell bei meinen Mitspielenden auch um eine kurze Unterbrechung bitten muss. Und das war mir dann alles ein bisschen zu nervig für den Stream, deswegen heute mal das 11 Uhr Turnier als Video. Und es sollte auch jeden Augenblick losgehen. Und so ist es auch mit Hab 8. Yo, ich wollte Hai schreiben. Ist ja interessant, wenn man Hai um einen Buchstaben nach rechts verschiebt, wird es zu Yo. Mit Hab 8 und Sezi. Sagt mir jetzt beides noch nicht so viel. Ich mache mal ein bisschen größer die Karten wieder. So, das ist doch gleich mal eine schöne Karte. Wir schauen vorher mal kurz auf die Stats. Bisschen offensiver unterwegs, gewinnt aber nicht sehr viele von seinen eigenen Spielen. Und ein bisschen defensiver unterwegs. Sieht erstmal nach einem machbaren Tisch aus. Klare Pik-Reizung ohne 2 reizt also die Karte wahrscheinlich auch nicht aus. Was zum Reizwert passen würde. Da haben wir natürlich riesig gefunden jetzt. Könnte man, glaube ich, sogar ohne Probleme so drücken, um die Schwarzmöglichkeit noch in der Karte zu haben. Zweimal Kreuz. Ja. Schneider wollen wir dann doch haben. Wird nicht blank stehen, die Kreuz 10. Guter Auftakt, würde ich sagen. Boah, ist schon fraglich, aber wir sagen trotzdem 18. Na, mit dem Skat haben wir alles richtig gemacht in der Reizung. Und mit dem Aufschlag werden wir wahrscheinlich sogar Schneider spielen. 14. Noch ein Karo-Stich, aber rauskommen sie nicht. Wenn überhaupt noch ein Karo-Stich draußen war. Rang. Kann leider jetzt hier kein Ass anzeigen, aber auch nicht so dramatisch. Okay. Einunddreißig muss ich mir noch mal kurz angucken. Meine Stats auch noch mal. So, Grang wieder. Kann man auch einen Buben rausspielen bei der Karte eigentlich. Machen wir auch mal. Haben wir gerade von Hab 8 gelernt. Okay.
Dann ließ sich der Schneider nicht so gut verhindern. Aus der Hand. Handgrang. Hat in Magdeburg auch mal einer gesagt, statt Grang Hand. Handgrang. Wow, nochmal 120 oder was? Ja, guck mal, 120, 72, 120. Könnte eine Highscoring-Liste für den Tisch werden. So, er reizt leider. Schakauer Hand ist ein bisschen zu dünn hier. Schade. Ich glaube, wir spielen den trotzdem nach. Oh. Doch nur mit der Dame da drauf. Am Ende geben, mit dem König meine ich, aber am Ende geben wir das Ass dann trotzdem da rein, ne? Ja, es bleibt wohl ein Pik-Spiel, ja. 14. Ich glaube, mit der neuen starten ist ein bisschen besser. Er schont den König schon. Das spricht fast für zwei Alte dann auch. Gehen wir mal nicht nochmal die Lusche. Ja. Jetzt haben sie 17. Es ist schon sinnvoller, glaube ich, nur einen Trumpfstich aufzugeben, ne? 17, 27, 19, 32. Haben wir. 42, ja, so. So ist er dicht. Einmal. Mal Karo oben unten. Sind schon einige volle hier. Aber er ist eher zurückhaltend. 31. Ich lasse den mal weg. Wird er wahrscheinlich, wenn ich schon die vollen habe, wird er da wahrscheinlich mit drei Jungs schon sitzen. In irgendeiner Konstellation müssen wir uns nicht unbedingt antun. Ja, er hat drei Jungs. 15. Drei Jungs und drei Kreuz vielleicht. Ne. Oh, okay. Reicht ihm leider. 20 gedrückt, ja.
Müssen wir jetzt in Kreuz den König legen, aber dann müssen wir antreten. Können wir Pik spielen, tatsächlich. Ja. Und dann der Trumpfrückschub. Können wir lösen, ja. Ein Kreuz und ein König raufgehen. Aber zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass es nur ein Sechstrümpfer ist. Ja, dass es ein Sechstrümpfer ist und kein Siebentrümpfer so. Weil er hatte irgendwie den Anschein erst, ne, dass es ein Siebentrümpfer sein könnte. Aber seht, sie hat noch die Lusche in der Hand. Zum König und Kreuz raufgehen. Und dann die blanke Pik Dame spielen, dann gewinnen wir. Aber würde ich das jemals machen, ist die Frage. Schon nicht so leicht zu finden. Jetzt haben wir ihm den Schneider gegeben. Naja. Er reizt ja ein bisschen offensiver an vorn, will ich die Karte hier ungern weglassen eigentlich. Achtundvierzig, ja. Na gut. Hat er wohl drei Jungs von oben. Kreuz. Vielleicht sogar vier Jungs von oben. Da fällt die Dame. Ist ja auch merkwürdig, ne? Kann ja nicht drei Luschen gedrückt haben. Nur ein Fünftrümpfer. Oh, ich glaube, den müssen wir schneiden. Drei Karo und zwei Pik in der Beikarte. Noch zwei Trümpfe da. Wir wollen schon einen Trumpf holen, glaube ich, uns holen. Jetzt kriegt er auch noch einen Trumpf holen. Das ist nicht gut gelaufen. Konnte halt stellen. Ich krieg gerade einen Anruf. Moment. So, ja, während ich telefoniert habe, habe ich ein Spiel gewonnen, glaube ich. Das ist ja schon mal gut. Saß ganz brav. 3-3 die Trümpfe. Ah, hier sage ich nur 18. Die Beikarte ist ja wirklich nichts. Ja, das Spiel da, wo ich die 5 Trümpfe dagegen habe. Ich komme da halt nicht weg von meiner Pik 10. Eventuell muss ich doch selber Trumpf öffnen. Dann werde ich natürlich auch das Trumpfvolle los. Nee, aber dann muss ich trotzdem mit Pik antreten, weil er halt noch die Karo 10 hat, um
die vorzubringen, ne? Ich glaube, wie ich es mache, kommt der, glaube ich, immer an meine Pik 10. So, hier ist jetzt ein bisschen was in Herz los. Jetzt aber nicht mehr. Ach du Scheiße. Was denn? Der Herz unter Mast geöffnet. Die 10 ist aber gelegt. Na gut, bisschen unglücklich angefasst. Karauschen. Aber wir wechseln erstmal. Ja. 20 werden halt oft gedrückt. So, da könnte mal wieder ein Grand rausspringen. Rausspringen. 6 drücken. Hinterhand ist vielleicht auch manchmal schön so zu drücken, weil manchmal Herz auskommt und Herz nachkommt mit Ladung oder so. Aber ohne, obwohl, nee, es gab ja eine Gegenreizung. Warte mal, 20 gepasst. Kann schon gut sein, dass Herz blank da rauskommt. Ja, machen wir mal so. Auf jeden Fall scheint Herz, glaube ich, ein bisschen nicht so gut zu stehen. 15. 15 ist viel. Naja, wir ziehen erst den Jungen. Ja, da fliegt der Herz weg. Das ist natürlich nicht gut. Vielleicht ist es sinnvoller, jetzt erst den zu spielen. 13. Ja. Genau, in der Hoffnung, dass nochmal Pik 10 oder so kommt. Das war gut. Komme ich nicht ran. 36 will ich jetzt auch nicht sagen. Kann natürlich ein riesiges Kreuzspiel werden, wenn noch ein Kreuz drin liegt. Ui, Ranghand. Das ist natürlich was anderes dann. Liegt ein Kreuz sogar drin, aber ich komme ja nie ran. So, jetzt bin ich tatsächlich Tischletzter, obwohl die Liste eigentlich bisher gar nicht mal so verkehrt läuft. Jetzt hier war der, ne, ab 8 war der defensive Mann. Greifen wir mal ein Kreuz rein. 24, 38. Herz wäre besser gewesen. 53. Was war das? Hat er sich verklickt gehabt da? Oder war es eine Finte? Wohl eine Finte, damit er nochmal unterm Ast zieht. Eigenschneiderei.
Also ein bisschen gereizt hätte ich ja auch, aber jetzt sind die schon wieder in Reizhöhen. Also, wahrhaftig. Mon Dieu. Seht sie hier am Peak dran oder am Herz? Wissen wir nicht genau. Das wird ohnehin Grang gespielt. War da viel zu spät gestochen, aber müsste noch reichen. Hundertvierundvierzig. Naja, er hat ein riesiges Pik ohne Zwein da und handgereizt. Pik ohne Zwein Hand, ja. Und da der nächste Grang. Vier Kreuz, zwei Jungs, drei Karo. Das wären, naja, hat sogar noch Karo Lusche gedrückt. Beide? Weiß ich gar nicht. Nein. Beide nicht. Keine sogar. Trotzdem Schneider. Passe, passe. Na, dann ist es einfach, 18 zu sagen. Oh je, wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Tja, Augen zu und durch zum Herz. Geht nur, wenn Trümpfe 3-3, Pik 2-2 und auf den Tisch kommt. Das ist schon. Aber es sieht ganz gut aus, dass es zumindest auf den Tisch kommt. 25, 29, 33. Also. Okay. Von der eigenen 10 gespielt und jetzt noch falsch geschmiert. Da kam vieles zusammen, das eigentlich nicht hätte zusammenkommen dürfen zu meinen Gunsten. Aber nehmen wir natürlich mit Kusshand. Pik stand 2-2, das war schon wichtiger fast als das Trumpf 3-3 stand, auch wenn Trumpf jetzt 4-2 stand. Immerhin der Kreuzbube da beim Zweitrümpfer, das hat natürlich massiv geholfen. Tja, falsch abgeworfen. Oh je. War auch nicht so clever jetzt. Ah, er hat so viele Trümpfe da sogar. Naja. Vielleicht bin ich jetzt König vorspiele besser, aber. Auch nicht so, er kriegt am Ende trotzdem noch den letzten Trumpfstich, ne? Schon trotzdem ein bisschen unglücklich, der Vortrag von uns beiden. Zwei Herz hat er mit. War es eigentlich nur ein Viertrümpfer, oder? Weiß gar nicht.
Mit rein. Oh, und auch noch. Peak. Dann wird zum Schneider bleiben. Tja, eine Vorhand würde ich sagen. Ja, Gang ist es eigentlich nicht, aber Kreuzhand würde ich trotzdem auch reizen, dann 48. Jetzt können wir natürlich reinschauen, schön. Jetzt ist er, glaube ich, theoretisch mit 14 gedrückt. Nochmal kurz nachrechnen. Wir haben 5 volle, sind 53. Ne, ist auf 60 tatsächlich. Aber ich spiele ihn trotzdem. Also er steht auf 60, wenn sie wirklich alle Stiche machen. Aber. Also alle Punkte so verteilt sind, dass sie sie machen. Aber das ist ja auch nicht immer garantiert. Zwei Könige habe ich immerhin schon gesehen. Na, könnte sein, dass er auf 60 geht. Guck mal. Ich glaube, es ist 60 jetzt, ne? Na, stand halt auch auf 60, ist wie es ist. Aber du hoffst halt immer, dass die Karte dann, also entweder, dass die Buben auseinandersitzen oder dass die Karte dann doch so steht, dass ein König reingeladen werden muss. War leider nicht so. Die 18 hier sind auch schon ein bisschen zweifelhaft, muss ich sagen. Habe ich mich, glaube ich, ein bisschen von dem verlorenen Spiel jetzt ins Gereize reinreiten lassen. Naja. Herzabstich ist auch amtlich. 35. Eieiei, okay, dann können wir nicht gewinnen. Dann können wir nicht gewinnen. Doppelschlag sehe ich nicht so gern. Na gut, aber jetzt können wir ein paar Punkte wieder gut machen. Ob wir schauen. Trotzdem rein. Ich glaube, 7 Augen drücken ist hier der bessere Weg. 18. Und bei dem Stand hätten wir aber auch 0 Augen drücken können. Passe, passe, rein. Zwei Asse. Schön. Dann nochmal Gang. Tja, dann ist natürlich sehr schade, dass wir den Zweifachgang da verloren haben. Ich weiß nicht. Also man weiß, dass der auf 60 steht, aber ihn deswegen nicht zu spielen. Weiß nicht, ob das korrekt ist. Jetzt spielen wir nur den Herz. Riesig gefunden trotzdem.
passen sie ja alles hier. Mittelhand lege ich, glaube ich, die 10 lieber weg. Siebenunddreißig. Gut, dass erst Herz Ass geschmiert wird. Weil vor allem, dass er nochmal Kreuz Lusche spielt, ist ja auch ein Glücksfall gewesen. Da habe ich mich aber ganz schön zurückgekämpft jetzt hier. Ja, bei meinem Drang, den ich verloren habe, drei Abgabestiche auf die 5 volle fallen müssen. Das heißt, sobald 4 volle auf einer anstehen, ist der gewonnen. Ich glaube, es gibt noch mehr Konstellationen, wo der gewonnen ist. Naja, wenn ihr das wisst, wie oft die Karte so steht, dass man den nicht auf 60 landet, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, er sollte wohl mitnehmen, ne? Den lassen wir mal. Ja, wir brauchen noch so ein paar Spiele. 3 Stück mindestens aus den letzten 6 Spielen. Deswegen sage ich ja auch schon mal 18. Aber wenn der Defensive hier hält, dann bin ich doch eher direkt weg. Wobei, jetzt müssen wir auch mal darauf achten, er braucht ja auch noch viele Spiele. Das heißt, er könnte jetzt auch ein bisschen aufmachen, seine Reizsparte. Oh je. 7 Trümpfe, Trumpfstand gut. Auch noch mit Herz Ass, ist ja ein Riese. Das ist ja ein Riese. Herz Ass tendenziell eher blank, ne? Aber dann kommen wir auch nicht raus. Müssen wir so machen. So, seht sie mit dem, wenn er den gewinnt, jetzt sicher im Geld, würde ich mir fast wünschen, dass er den gewinnt, weil dann käme ich vielleicht an mehr der übrigen Spieler ran. Muss auch nicht sein, aber ist manchmal so.
Na, wobei mit 1088 hat er auch noch nicht unbedingt genug. Aber solange ich gar keine Ansätze bekomme, brauche ich mir darüber eh keine Gedanken zu machen. Ja, der verlorene Herz direkt nach dem Grang ärgert mich eigentlich mehr als der verlorene Grang. Denn der Grang war, der war ja bewusst gewählt. Den Herz, den hätte ich nicht anreizen dürfen. Hat sogar hab 8 mehr Punkte als ich. Da müssen wir 18 bieten. Jetzt wird die Luft langsam dünn. 3 Spiele noch. Eigentlich muss ich alle machen. Vielleicht können wir hier einmal das Spiel schlagen. Fünf Trümpfe. Beikarte wird stark sein. Ja. Junge Ast, ne? Hätte ich auch ein Spiel gehabt. Aber der Ansatz war ja wirklich mager. Auch wenn ich's will, kann's nicht erzwingen. Kann auch manchmal den Alten hier vorspielen. Viel zu stark. So, den werden wir noch mal versuchen zu nehmen. Jetzt hier will auch noch mal. Müssen wir schon ernsthaft überlegen, ob wir einen Grang machen wollen, einfach weil wir sonst punktemäßig zu kurz kommen, denke ich. Vielleicht können wir 13 drücken und hoffen, dass wir eingespielt werden. Denke mal, ich werde 13 drücken. Und dann entweder übers Einspiel. Ja, den müssen wir schon stechen. Fünfundzwanzig. Okay, jetzt haben wir wohl meistens gewonnen. Ne, jetzt haben wir gewonnen. So, jetzt müssen wir aber noch einen kriegen. Werden wir wohl nicht kriegen. Aber Rund 24 wird gereizt, logischerweise. Mehr ist es aber nicht, wenn es überhaupt 24 sind.
Gut, dann hat Tab 8 eben noch eine Chance aufs Geld. Was soll man machen? Jetzt seht ihr auch noch weiter bei dem Stand. 30 Hertz, dann wird da wohl Pik oder Grang mit vielen Pik liegen. Dass er da am ersten Pik 10 reingibt, das ist ja grausam, ey. Den hat er ihm geschenkt und na gut, überholt wurde er trotzdem nicht deswegen, aber Pik 10 ist natürlich der Verlierer. Das ist ja eine Stehkarte. Naja, gut. Wenn sie dadurch beide nicht im Geld sind, hat allerdings keiner was gewonnen. Ja, wie gesagt, der Grang, ich glaube, ich spiele den meistens, aber wenn ihr meint, wenn der auf 60 steht, soll man ihn nicht spielen, könnt ihr das gern mal in den Chat schreiben. Ich glaube, bei so einem einzelnen Preisgarten muss man den spielen, aber der Herz danach, das war natürlich Quatsch. Den darf ich überhaupt nicht reizen, dann habe ich jetzt am Ende 90 Punkte mehr, Anfang 1000. Reicht auch nicht oft, aber trotzdem, der war unnötig. Gut. Das war 11 Uhr Preisgard auf Euroskat. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.